Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, wir haben fertig gepackt. Ein absoluter Krampf immer dieses Packen, weil man hat immer Angst, dass man was vergisst. Wenn man das Hotel verlässt, ist es nochmal schlimmer. Hier nochmal, cooles Zimmer gewesen. Also die Area war eine 9 von 10. Konntest du Musiker machen, konntest hier was essen, konntest dein Leben genießen. Das war echt sehr cool. Also falls ihr die finanziellen Möglichkeiten habt, bucht früh und versucht euch mal so ein Zimmer hier zu organisieren. Das war für uns pro Person 1200. Ich glaube, das ist nicht völlig utopisch und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, diese Area war sehr, sehr cool. Hier war es sehr standardmäßig. Was ist? Ohne was zu sagen, du hast zwei Sachen vergessen, überleg welche. Im Bad irgendwas wahrscheinlich. Nein, nicht im Bad, überleg's. Wichtig? Wichtig, schon wichtig. Ladekabel, wollte ich noch machen? Nein. Sag. Dein Nackenkissen? Ach du Scheiße, und ja. Essentials-Pullover. Echt? Lol. So, Wagen abgegeben. Ohne Spaß, es ist nicht normal. Es sind wirklich 40 Grad. Ich mach keine Späße. Es war vorher immer. Es sind 38 Grad. Es ist geistesgestört. Ich fahre jetzt zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Fähre. Meine Haare sehen voll scheiße aus. Voll verstroht so. Wie Stroh. Viel zu Volumen. Ja. So, Freunde, das ist es. Agia Irene. Ich wurde wegen ihr abgezogen. Sie redet mit dem ganzen Griechisch, dann sie steigt aus und holt Karten. Ich denke, hey, okay, es geht raus. Und dann sagt sie, du hättest drinbleiben sollen. Woher soll ich denn das wissen? Wie steigst du aus? Ich höre so eh, die sagen, how much? Ich denke mir so, scheiße. Der hat mich abgezogen. 10 Euro habe ich dir mehr gegeben. Egal, scheiß drauf. Nein, 5 Euro. 10, was denn, eine Doni mehr. Was soll ich sagen? Ach ja, das ist jetzt unsere Fähre. Ich fahre zum allerersten Mal. Bin leicht nervös, muss ich sagen. So. Wir sind jetzt hier unten, war eine Familie die ganze Zeit rumgeschrien. Bruder, ich bin da fast ausgerastet, ne? Das sind einfach, keine Ahnung, die schreien rum, die Eltern interessiert nicht mehr, was die machen. Die Eltern schreien rum, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich raste da immer richtig aus, ich musste hoch, ich hatte fast meinen Nerv verloren. Jetzt sind wir rüber hier. Also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr wisst es auch, es ist unglaublich. Wie so eine, die, keine Ahnung, die schreien die ganze Zeit. Alles, da haben sich auch welche richtig aufgeregt, ich konnte nicht mehr. Da ist der einmal nicht mehr durchgekommen, aber ich konnte nicht mehr. Sorry. Medin und ich haben gerade die Diskussion zwischen selbstsicher und arrogant. So, Beispiel Cristiano Ronaldo. Ich meinte, Ronaldo ist zum Beispiel nur so gut, weil er sich selbst sagt, er ist der Beste. Ich finde, es ist ein Riesenunterschied zwischen arrogant, selbstsicher und ein Ziel vor Augen. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn ihr da draußen der Meinung seid, dass ihr in irgendwas gut seid, Fußball oder sonstiges, dann müsst ihr euch immer selbst, aus diesem Zitat von Der Hustler, guckt euch den Film auf Netflix an, er sagt, du musst denken, du bist der Beste, den es gibt, gerade auf dem Platz, selbst wenn LeBron James auf dem Platz steht. Das ist wirklich so. Und Melina, wir haben gerade einen Deep Talk gehabt, das ging um Cristiano Ronaldo. Ich liebe den, ja, und ist mir egal, wer besser ist, Ronaldo oder Messi, mir geht es darum, so wie die, ne. Und Ronaldo hat in dem Interview gesagt, er ist der Meinung, in seinen Augen ist er der Beste. Und ich sage, deswegen spielt er auch so gut. Da meinte sie, ja, aber das, viele finden ihn auch arrogant und so. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst mir, das ist ein interessantes Thema. Also nicht nur auf Ronaldo bezogen, sondern generell. Wenn du das von dir denkst, dann performst du besser. Arrogant bist du, wenn jetzt Ronaldo sagen würde, zum Beispiel, ich verdiene 50 Millionen im Jahr, irgendeine Zahl, oder ich habe schon 10, naja, nicht mal das mit Ballon d'Or, sondern ich verdiene 50 Millionen im Jahr. Du, der meine Schuhe putzt, du bist ein Opfer. Das ist arrogant und richtig eklig. Aber ich sage, er motiviert Leute sogar umso mehr damit, weil er es sagt, und es gibt einen Grund, warum er so krass beliebt ist. Also er ist ja, ich glaube, er ist mit die beliebteste Person der Welt. Und ich finde das ein sehr interessanter Call. Ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu reinschreiben. Arrogant ist, wenn er sagt, arrogant zu kleineren Leuten oder generell so zu Mitspielern so. Aber ich finde zum Beispiel, stellt euch mal vor, Maguire macht ihn an. Und Ronaldo sagt dann, ey Digga, was willst du eigentlich von mir, du Vollidiot? Ich habe keine Ahnung, wie auf den Ballon d'Or gewonnen. Bitte fuck mich nicht ab. Würdet ihr das arrogant finden? Ich nicht. Arrogant ist so, wenn er zu einem Kellner sagt, ey, mach das mal jetzt weg, ich kann mir den ganzen Laden kaufen, fahr mich nicht ab. Sowas ist arrogant. Aber er ist ja sogar sehr, sehr gut zu Leuten, die so ein bisschen kleiner sind. Das sieht man ab und zu in Videos und er ist, glaube ich, auch sehr herzlich. Ich
Ich kenne ihn nicht persönlich, leider, aber es interessiert mich schon sehr. So, wir kommen jetzt an. Wir werden jetzt noch mal eine Stunde fahren müssen, Freunde. Ich dachte, wir wären schon da, aber wir fahren jetzt noch mal eine Stunde in ihr Dörfchen. Wir wurden jetzt abgeholt von Melinas Bruder. Sie haben mir erzählt, dass der Wagen... Erzähl mal was zum Wagen, der ist älter als du. Aber es ist der Wagen ist älter als ich und ja, der Wagen ist auch älter als er. Aber ist ein super Teil. Aber fährt noch. Dann ist alles super. Aber wie viel verbraucht er dann? Nicht viel. Da warst du mal wieder am Werk, nein, ne? Mama und Papa. Das warst du, hä? Bist du irgendwo gegengebrettert? Ja, sieht doch gut aus. Ja, ist cool. Das war vorher ein anderes Ding, den hat mein Papa noch geändert. Wir haben gerade Abonnenten auf mich gewartet. Irgendwie, keine Ahnung, in der prallen Sonne bei 35 Grad oder so. Wenn ihr das seht, ihr seid die Besten. Die haben mir einfach an... Keine Ahnung, wie lange gewartet, aber unglaublich. Die haben sich die Fähre rausgesucht. Ihr seid die Besten. Die waren auch sehr nett. Ich grüße euch. Kuss. Ich finde den Wagen so cool. Ihr habt einen Walkie-Talkie. Was ist denn das hier? Das zeigen wir dir da gleich. Da kannst du draußen reden. Wir echt haben einen jetzt? Lautsprecher. Hä? Wie lustig. Das hat mein Papa Instagram. Guck mal, die Gangschaltung hier, gell. Wie alt ist der Wagen? Muss mein Vater gleich fragen. 96. Das ist voll cool, ich finde den übelst cool. Freunde, Melinas Vater hat hier so ein Mikrofon einsprechen lassen. Vorsicht, weiß ich, ob er es hört. Ich kann mit denen auf der Straße reden wie in so einer Polizeisirene. Völlig. Euer Vater ist da ja völlig, der hat einen Traum. Ich kann einfach draußen mit denen reden. So, aktueller Stand, wir machen eine kurze Pause. Wir sind ja gekacken. Mehr Spaß, die holt jetzt noch irgendwas. Sieht schon auch schon sehr schön hier aus. Perwika heißt das hier. Wir sind jetzt im Dorf, Freunde. Hier kommt Melina her. Melina ist ein Dorfkind. Nee, aber es ist cool, es ist sehr idyllisch hier. Sehr eng alles, aber es ist cool. Es ist wie wirklich wie in so einem Film. Also sieht cool aus. Meine Melina hat hier einen Hund leer und der soll sehr süß sein, aber so ein bisschen aggressiv. Was soll ich machen? Ich hab Angst. Halt mal deine Hand bitte nicht. Ich hab Angst. Du kannst einfach reinkommen, sie macht nichts. Lea, das ist unser Freund. Ja. Der mag dich. Sie. Der mag dich, du magst sie. Also sie kann nicht rein, weil sie hat schon mal jemanden angegriffen. Weil sie ist auch voll groß. Du kannst ja mal erzählen, sie haben den gefunden, die war verletzt, ne? Ein verletzter Welpe. Sie war verletzt, verletzter Welpe und die Familie von Melina hat sie dann aufgenommen und haben sie groß gepflegt, wie in so einem Film. Und jetzt ist es ihr Hund. Ja, hier ist diese kleine Narbe, so. Ich hatte sie als Baby. Oder wachsen keine Herrchen mehr. Ja, Melina, Eli mag sie. Und du magst ihn, oder? Sie redet aber ach, guck mal hier, wer ist das? Charlie? Das ist Tina. Und das? Das ist Charlie. Okay, jetzt ist das schon mal geschafft. Gut, so Lea, mach weiter so. Ich bin Tierfreund, ich habe auch zwei Kater. Manfred und Diego. Machst du die Hand hin? Oh, oh, wie cool! Hier? Jetzt ja! Wie cool! So, wir fahren jetzt zum Strand von denen. Da lernt ihr mal Melinas Cousins kennen. Kennt sie schon, die waren mal in Berlin und ja, ich habe eine Zitrone bekommen von Melinas Vater, weil ich gerne Zitronen esse und die sollen sehr sauer sein, bin ich immer gespannt. Ich nehme euch ein bisschen mit, Freunde. Das ist voll cool, Freunde, hier gibt es so eine Bar, die gehört Melinas Tante. Business, das ist ihr Cousin. Die arbeiten hier, werdet ihr später, ihr kennt ihn aus meinen Streams und da ist dann der Strand, voll geil. Und hier kannst du immer essen, das Essen soll auch hier gut sein. Das sind die Garnelen. Nudeln und die Sahne-Nudeln, die Calamari sind das mein Lieblingsessen. Das ist Melinas Cousin. Was willst du den Leuten sagen? Auf Deutsch? Auf Deutsch? Ja. Die sagen, du kannst richtig gut Deutsch. Dafür, dass du nie da bist. Nee, vielen Dank. Also, weiß ich nicht. Darf ich was sagen? Lasst ein Like auf Insta dabei. Lasst ein Like auf Insta da. Der Mann ist sehr aktiv. Du könntest mit, kennst du Willi und Sidney? Kumpels ja, von mir. Ja, kenn ich. Du könntest ich mit, auch auf YouTube. Genau, du könntest mit denen gut rausgehen, weil die gehen auch auf Feiern und mit ehrlich? Mädchen. Ja, ja. Da müssen die hier kommen. Ja, der Mann geht immer raus und sucht ein paar Frauen, ist okay. Ja. Haben die weibliche Single-Community. Ein gut aussehender Grieche. Ja, das ist voll geil. Also die haben die ihre Strandbar, dann kann man da gleich schwimmen neben den Bergen. Das ist wie so ein... Schon sehr cool hier. So, ich habe mich jetzt mit der halben Familie von Melina gerade angelegt, weil ich das bezahlen wollte. Das kannst du ja niemandem erzählen. Warum seid ihr immer alle so? Meistens so Griechen, Türken, Araber. Also viele Nationen sind so. Warum nehmt ihr kein Geld an? Ich will nicht umsonst essen gehen. Warum seid ihr alle so? Erklärt mir das. Ich habe nicht alle aufgezählt. Ganz, ganz viele sind so. Nehmt doch einfach das Geld an. Ich habe mich gerade wirklich mit der Familie angelegt, ne? Unglaublich. Nehmt einfach das Geld, meine Fresse. Es ist wunderschön hier. Ich zeige euch das mal. Guck mal, wie cool. Guck mal, das ist nicht so ein... hochbesuchter Strand hier, das Meeresrauschen. Dann hier ist echt nicht so groß, aber das ist halt so ein bisschen kleinerer Strand, sage ich mal, aber voll geil. An alle, geht hier hin. Alex Bar. Das ist von Melinas
Nee, warte mal. Melinas Tante, der Mann des der Laden, also mit Melinas Tante zusammen. Shoutout. Was denn? Geht da hin. Das ist echt lecker gewesen, wenn ihr hier seid. Guck mal, wie schön. Also ehrlich. Das sieht mir jetzt hier sehr spanisch aus. Die wollen surfen. Surfen. Es gibt Haie. Damit kannst du nicht surfen. Ich hab dich verarscht. Haie denken, wenn man surft, dass man eine Robbe ist. Das weiß jedes blödes Kind. Wenn du nach irgendwann kein Bein mehr hast, dann brauchst du dich nicht wundern. Ihr braucht mir jetzt nicht kommen mit Haie sind friedlich. Nervt mich nicht. Das könnt ihr mal zu jemandem sagen, der sein Bein wegen einem Hai verloren hat. Ich habe Angst vor Haien. Was wollt ihr jetzt von mir? Manche haben Angst im Dunkeln, ich habe Angst vor Haien. So. Ich will hier die Live-Reaction drauf haben. Melina, einer der Zuschauer hat vorhin kommentiert, ich lese mir gerade am Strand entspannt die Kommentare durch, da hat einer kommentiert, dass Griechenland pleite ist, weil alle Leute dort faul sind und nicht, ja, nichts hinbekommen so, und faul sind. Der Kollege kann mal herkommen, dann spendieren wir ihm ein Uso, dann wird er sehen, wie arm dieses Land ist, weil wir haben vielleicht nicht viel Geld, aber wir haben unbezahlbare Sachen, das Meer, die Sonne, der Strand. Dann kann er mal herkommen und dann wird er seine Meinung ganz schnell ändern und sich dafür schämen, dass er das jemals ins Internet geschrieben hat. Ich nehme mir jetzt einen kleinen Stein, damit werfe ich ihn jetzt ab. So, Freunde, abends am Strand, so 20.30 Uhr ungefähr, hier gibt es gerade Deep Talks. Schnappt euch eure Freunde im Urlaub, geht zum Strand, Sonnenuntergang und redet über das Leben. Trust in yourself, das ist es. Und es kostet auch nichts. Nicht alles muss viel kosten, damit es cool ist, merkt euch das. Das hier kostet gerade keinen Cent, außer Benzinkosten, um hier hinzukommen. Aber, also, ihr wisst, was ich meine. Hier übrigens ist es so ein Steinstrand mit einer Mischung aus Sand. Also, das ist wirklich geisteskrank hier. Super schön. Super schön. So, Freunde, wir fahren jetzt wieder zu Melina. Wir grillen mit ihrer Family. Es ist wirklich, ich sag das zum 10. Mal, aber das ist so cool hier. Ich nehme euch nachher mit. Melinas Eltern hatten früher ein Restaurant, also die können auch sehr, sehr gut kochen. Das werde ich gleich erfahren. Also sie sollen sehr, sehr gut kochen können, besonders ihr Vater. Aber ich glaube, ich filme ihr Vater und sowas natürlich nicht, Freunde. Das heißt, ich weiß nicht, wie oft ich mich da melden kann, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Hier sind ein paar Schafe mitten auf der Straße, Freunde. Hallo Schafe. Wie lange folgt ihr jemand? Haben die einen Chef? Da ist der Dürfel im Auto. Ach so, voll cool, dass sie den folgen. Hier ist richtig was los, Freunde. Im Dorf. Guckt euch an. Oh. Einmal alles voll. Es ist 22 Uhr ungefähr. Hier geht das richtig der Abend los. Zeig mal die Hose, zeig die Hose. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Wo ist dein Cousin? Dein Bruder? Guter Supporter mit dem Elevate-Tische. Er ist ein Macher. Wir spielen jetzt eine Runde Skippo. Ich habe nicht so viel gefilmt, Freunde. Wir haben die ganze Zeit gegessen, geredet. Hier ist nichts mit Handy rausholen, sondern man ist als Familie hier und das ist auch sehr cool. Ich rasiere die jetzt ins Skippo. So, Freunde, wir gehen jetzt schlafen. Melina schläft auf der Seite, ich schlafe auf der Seite im Kinderzimmer. Ist aber okay. Ich habe hier eine Bettlake, ein Bettlaken. Das war's vom Tag. Ich habe nicht so viel gefilmt, glaube ich, so, als ich dann hier war. Weil, Freunde, ich wollte nicht die ganze Zeit eine Kamera ins Gesicht halten. Vielleicht mache ich das die Tage mehr. Ich glaube trotzdem, es war sehr, sehr schön. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ihr seid die Besten. Ich glaube, wir, ja... Fast 1 Million. Kuss. Ich habe ein bisschen Blähungen übrigens.